Der Wolfgang hier aus St. Peter-Ording, vom schönsten Ort Europas, mit Spielwaren Mundkind. Ein tolles neues Wortspiel vom Metamorphosen Verlag. Verkaufshit, so geht's. Wir jonglieren hierbei mit Wörtern, mit zusammengesetzten Hauptwörtern. Wir haben beispielsweise den Drucker und wir haben das Zeugnis. Drucker und Zeugnis ergeben das Druckerzeugnis. Dann haben wir den Konsum. Und wir haben Enten. Und Konsum und Enten, jawohl, Konsumenten. Der Punk, yeah. Und der Trichter. Punk und Trichter ergeben Punktrichter. Das ist super. Auch Schulz und immer Schulzimmer. Und so weiter. Wir haben 36 zusammengesetzte Wörter. Wir haben 72 Kärtchen. Gut. Aber was machen wir damit? Ja genau, wir spielen Memory. Das heißt, wir nehmen die Wörter, mischen die Karten gut durch und müssen jetzt natürlich die richtigen finden. Ein großer Hinweis ist dabei die Hintergrundfarbe. Wir müssen uns also nicht nur alles merken, etwas leichter wird es, wenn wir uns auf die blauen konzentrieren. Zeugnis und, ich glaube es nicht, sogar richtig, Druckerzeugnis. Das war Glück, komm, ich versuch's noch einmal. Enten und Schulz. Schulzenten? Nein. Aber auch die Hintergrundfarbe verrät mir schon, dass dieses Pärchen nicht stimmt. Aber ich kann mir ja merken, wo beides liegt. Wer am Ende des Spiels, wie beim ganz normalen Memory, die meisten Pärchen gefunden hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, und auch als Geschenk. Ich bin mir sicher, dass Verkauf Shit super gut ankommen wird. Viel Spaß dabei.